Hallo, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch meine zwei Dorytenopsis Sorgovivien, die bei mir auch im Wasser wachsen, in Wasserkultur, seit einem halben Jahr. Die zwei Orchideen sind wie immer bei mir die Pflegefälle aus der reduzierten Ecke gewesen. Natürlich wieder fast tot. Vergammelte Wurzeln, Ungeziefer, bei der waren schlimme Spinnmilben. So, da musste ich die natürlich erstmal alle davon befreien, von dem alten Substrat, was schon richtig gestunken hat, gammelig war. Das war ungefähr im Dezember, also. Ja, bis jetzt so 3 Monate, würde ich sagen. So, die habe ich von dem alten Substrat befreit, abgewaschen, einfach mit warmem Wasser und Spüli. Ich benutze keine chemischen Bekämpfungsmittel. Keine Pestizide, keine Insektizide. Ich versuche immer alles auf natürliche Weise zu machen, weil schließlich stehen sie bei mir im Zimmer und ich möchte auch nicht ständig irgendwelche Chemikalien einatmen, die ich nicht haben will und damit auch unnötig in Berührung kommen. Auf jeden Fall werden sie bei mir immer aus dem Substrat genommen, das wird entsorgt in der grauen Tonne und abgewaschen mit Priel und Wasser. Bisher hat das noch keine Orchidee geschadet. Wenn der Befall zu schlimm ist, dann werden sie halt ein bisschen mehr eingeschäumt. Dann werden sie eine Zeit lang liegen gelassen im eingeschäumten Zustand und dann einfach mit lauwarmem Wasser abgespült. Man sollte die Wurzeln so gut wie möglich von dem Substrat befreien, sonst fängt das an zu schimmeln. Zumindest wenn man in Wasserkultur die weiter kultivieren möchte. Ja, und ansonsten kein Hexenwerk. Hier das Grüne hier an den Wurzeln, das ist so eine Desinfektionstinktur. So ähnlich wie Jod für die Wunden, aber auch nichts wirklich Giftiges. Da wird damit der Hals der Orchidee abgetupft, falls da irgendwelche Pilze und Sporen sich eingenistet haben. Ich nehme die mal raus. Damit man das besser sehen kann. Ja, die kleine hier hat etwas mehr gelitten als die größere und ich habe auch schon erst gedacht, dass die es nicht überlebt. Aber wie man sieht, zwei neue Wurzeln, die ist komplett neu aus dem Hals oben. Der Pflanzenbasis. Und da unten noch eine. Die alten Wurzeln lasse ich so lange dran, egal wie die aussehen, ob sie jetzt ansehnlich sind oder nicht. Hauptsache, die gammeln nicht und schimmeln nicht. Und so lange können sie auch, denke ich, mir die Pflanze versorgen, weil wo sie noch keine neuen Wurzeln hatte, hat sie auch keinen schlappen Eindruck gemacht. Also scheinbar haben diese kleinen Fädchen die auch versorgt, denn das ist ja auch die eigentliche Wurzel. So. Die andere ist etwas kräftiger. Die hat schon mehr Wurzeln gemacht.
und sogar einen Blütentrieb. Versuche ich mal zu zeigen, da macht sie einen neuen Blütentrieb. Die hatte aber ganz schlimm Spinnmilbenbefall, wie man das sieht hier an diesem Blatt. Und die musste ich sogar zweimal mit Prie behandeln, damit auch die Eier, aus denen die geschlüpft sind, doch, also dass mit die aus den Eiern geschlüpften wieder kaputt gehen. Aber im Moment habe ich das scheinbar eingedämmt, den Befall. Also ich habe keine neuen Schäden gesehen. Und die beiden, die machen neue Blättchen hier. Also geht das weiter. Die auch. Also geht das damit weiter. Auf jeden Fall zeigen sie mir Lebenszeichen und die eine macht sogar einen Blütentrieb. Und denke ich mir, dass die Wasserkultur denen doch nicht schadet. Die blühen wunderschön, lila gestreift, in so schönen Rispen. So gedüngt werden sie immer noch nicht, solange die nicht genug Wurzeln haben. Immer noch Osmosewasser, wird einmal im Monat gewechselt, komplett. Sonst bleibt das hier immer auf dem Level. Hier ungefähr 1 Zentimeter, höher nicht. Sonst fängt alles an zu gammeln. Es wird immer auf dem Level gehalten. Kein Leitungswasser, kein abgekochtes Wasser, Osmosewasser, wenn ich keinen habe, nehme ich destilliert. Aber im destillierten Wasser sollte man die nicht so lange halten, denn das entmineralisiert die auch. So, das war's für heute. Es folgen noch Updates zu diesen Pflanzen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.